Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Viele von euch haben mich gefragt und ja, ich mache mit euch eine Küchentour, beziehungsweise ich zeige euch meine neue Küche und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Zuallererst möchte ich natürlich auch so ein bisschen was über die Küche erzählen. Warum haben wir uns eine neue Küche gekauft? Was haben wir uns für eine Küche gekauft? Was war meine alte Küche? Warum hat die Renovierung so lange gedauert? Das haben ja auch viele von euch gefragt. Und darüber möchte ich erstmal so ein bisschen was erzählen. Der Grund, warum wir uns eine neue Küche gekauft haben, war einfach, meine alte Küche war jetzt fast 17 Jahre alt. Die war von einem großen, ganz bekannten Möbelhaus gewesen. Und ich hatte sie damals recht günstig gekauft dort. Und ich muss jetzt aber auch wirklich sagen, nach 17 Jahren war diese Küche so schäbig gewesen. Also optisch war sie noch eigentlich in Ordnung gewesen. Viele haben gesagt, ach, was willst du denn? Deine Küche sieht doch noch gut aus. Ja, optisch auf den Fronten, aber was sich hinten dran verborgen hat, das hat man halt nicht so gesehen. Und das war dann wirklich schon sehr schäbig. Das waren die verrosteten Scharniere, das waren ausgerissene Scharniere, das waren einfach die Schrankwände, die aufgequollen waren, die nicht mehr richtig gehalten haben. Also sie war wirklich, auf Deutsch gesagt, schäbig und war mir schon lange natürlich ein Bedürfnis, diese auszutauschen. Und das war jetzt diesen Sommer so weit, dass wir gesagt haben, wir kaufen uns eine neue Küche und im Zuge dessen, wenn schon mal die Küche hier draußen ist, renovieren wir hier komplett. Wir haben hier einen großen Raum, also ich habe hier Wohnzimmer, Esszimmer und die offene Küche und wir hatten hier vorher einen Laminatboden gehabt, also die Küche war schon immer Fliesen gewesen und der Rest war aber Laminat gewesen. Und im Winter war es so, dass wir haben Fußbodenheizung und wenn ich die Fußbodenheizung angemacht habe, in der Küche hier war es immer richtig schön schnuckelig warm gewesen, aber der Laminatboden, der war immer lauwarm bis kalt gewesen und zwar unter dem Laminat ist ja so eine Matte und diese Matte hat extremst die Heizung gedämmt, sodass die nicht bis nach oben so richtig durchgedrungen ist. Das heißt, wir mussten entweder das Thermostat ganz hoch drehen oder wir mussten mitleben, dass unser Boden eher lauwarm bis kalt war. Das haben wir damals bei unserer Hausbau und Renovierung nicht bedacht, weil wir sind da halt nun mal keine Fachprofis. Wir haben das damals selber gemacht. Es war uns dann halt auch schon immer ein Dorn im Auge gewesen und jetzt haben wir gesagt, okay, wir kaufen eine neue Küche und dann wird auch gleichzeitig hier alles renoviert, weil gerade wenn die Küche draußen ist, bietet sich es natürlich auch an, den Fußboden zu erneuern. Das heißt, wir haben hier den alten Fußboden rausgerissen, die alten Küchenfliesen kamen raus, das Laminat habe ich rausgemacht und wir haben das hier komplett fließen lassen. Gestartet hat das Ganze hier Anfang November mit dem Küchenabriss meiner alten Küche. Das war in meinem neuen Küchenkauf war das mit inklusive gewesen. Und da meine Küche natürlich so schäbig war, haben wir gesagt, nein, die schmeißen wir weg. Und deswegen haben wir sie halt auch abholen lassen und auch entsorgen lassen. Das ging aber ganz schnell. 2 Stunden hat es gedauert und dann war die weg gewesen. Als nächstes kam dann hier der Elektriker, weil der neue Küchenkauf hat doch so einen kleinen Rattenschwanz mit sich gezogen. Das waren einfach hier die Leitungen, die nicht an der richtigen Stelle waren. Steckdosen mussten verändert werden. Denn als wir hier damals gebaut haben, haben wir natürlich alles so auf die alte Küche geplant. Und mit der neuen Küche, es hat sich ja hier ein bisschen was verändert, musste natürlich, das war das halt nicht mehr an der richtigen Stelle und musste umgelegt werden. Der Herd, der an eine andere Stelle gewandert ist, der Backofen ist ein bisschen verrutscht, die Mikrowelle ist an einer anderen Stelle und das Thermostat für die Fußbodenheizung kam an eine andere Stelle, weil es im Weg war, neue Lichtschalter für die Deckenbeleuchtung, denn auch diese haben wir verändert und wie gesagt, das musste halt alles auch gemacht werden. Das hat ein Elektriker gemacht. In etwa 2 Tagen war der dann auch hier gewesen und hat uns das alles hier nach unserem vorgegebenen Plan natürlich auch alles geregelt.
Als nächstes kam dann der Fliesenleger und das hat halt auch wirklich am allerlängsten gedauert. Das hat insgesamt 1,5 Wochen gedauert, bis hier wirklich alles gefliest, verfugt und auch die Randleisten dran waren schon mal 1,5 Wochen weg. Im Anschluss habe ich dann hier renoviert, denn die Schlitze von dem Elektriker mussten ja auch wieder zugeputzt werden. Ich musste deswegen auch die Tapete abreißen, neu tapezieren, streichen und da habe ich auch nochmal so 3-4 Tage gedauert. Ich bin halt auch kein Maler, deswegen hat es halt auch bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich das halt hier alles dann auch gemacht hatte. Dann kam noch die Decke, die hat auch 1 Tag gedauert und zwar haben wir eine Plameco-Spanndecke. Das seht ihr aber auch gleich in dem Video, das zeige ich euch nochmal. Und zwar ist das wie so ein Stoff, der an die Decke gespannt wird. Und wir haben uns da einfach aus optischen Gründen für entschieden, weil wir das sehr schön finden. Und deswegen haben wir uns das halt auch machen lassen. Und das hat halt auch nochmal 1 Tag gedauert. Und dann war endlich alles vorbereitet, dass die Küche kommen konnte. Wir sind ja damals in das Küchenstudio gegangen. Das war ein großes pinkfarbenes Küchenstudio und was auch hier bei uns in der Nähe ist. Wir sind dort samstags hin, hatten uns noch unseren Grundriss eingesteckt, weil man wusste ja nie, wie man noch gebrauchen kann und wir sind halt mit den Wünschen hin, grifflos, Hochglanz und keine Dunstabzugshaube vor der Nase. Und da kam auch direkt eine sehr, sehr kompetente und sehr liebe Küchenfachberaterin auf uns zu, hat uns halt so die Küchen gezeigt, bisschen was erklärt und ja, haben Sie Zeit, dann können wir uns ja mal hinsetzen, dann können wir die Küche ja schon mal planen. Wir hatten ja unseren Grundriss und so haben wir wirklich an diesem Samstag unsere Küche hier geplant. Das Ganze hat dann, ja, gute 4 Stunden, fast sogar 5 Stunden gedauert, hat die Frau mit uns dort gesessen, hat uns die Küche geplant, hat uns dann auch nachher ein Angebot gemacht und dann sagte ja tatsächlich zu uns, so, jetzt gehen Sie dann erstmal nach Hause, schlafen mal 1-2 Nächte drüber und nächste Woche, da telefonieren wir nochmal. Ich habe dann meinen Mann angeguckt, mein Mann guckte mich an, wir müssen dann nicht mehr drüber schlafen, wir möchten gern die Küche kaufen. Und das war für uns so überraschend, dass die sitzt da wirklich fast 4,5 Stunden mit uns, plant uns mit uns unsere Küche und schickt uns dann weg. Und wir waren so positiv darüber überrascht, weil wir hätten ja auch nicht mehr wiederkommen brauchen. Und dann wären für die Fachberaterin, für das Geschäft die 4 Stunden umsonst gewesen. Aber nein, wir hatten ja unsere Traumküche gefunden und deswegen haben wir gesagt, nö, wir müssen da eigentlich nicht mehr drüber schlafen, wir können das gleich fertig machen. Und so sind wir dann wirklich, es waren dann auch ungefähr 5 Stunden, die wir dann dort gesessen haben, mit einem Fläschchen Sekt, den wir dort dann noch geschenkt bekommen haben und mit unserem Kaufvertrag für unsere neue Küche sind wir dann dort raus. Ja, der Küchenaufbau selber, der hat insgesamt 2 Tage gedauert. Hier kamen 2 Facharbeiter, die diese Küche aufgebaut haben. Und ich muss hier echt dazu sagen, ich habe ja in den letzten Wochen Horrorgeschichten gehört von so, ach, die liefern nicht pünktlich, ach, und bei mir hat das gefehlt, bei mir war dies kaputt, bei mir war dies nicht richtig. Und ich hatte so eine Panik davor gehabt. Und was war? Nichts. Gar nichts. Es war pünktlich geliefert, auf den Tag genau, den wir von Anfang an beschlossen hatten, wurde die Küche geliefert. Es war alles da, es hat nichts gefehlt und es war auch nichts kaputt gewesen. Also es war alles wirklich top in Ordnung gewesen und das sind wir auch im Nachhinein wirklich so, so begeistert und würden auch jederzeit immer wieder in diesem Küchenstudio, in dem wir jetzt waren, natürlich auch kaufen. Wie gesagt, der Küchenaufbau hat hier 2 Tage gedauert, 2 volle Tage haben die wirklich auch gebraucht und dann hat meine Küche hier endlich perfekt gestanden und ich konnte endlich wieder auch kochen, backen, etc. Weil das war schon eine Horrorzeit. Ich hatte nur so eine notdürftige Küche mit einer Herdplatte und das hat halt mit 4 Personen war es halt doch ein bisschen schwierig. Aber auch das haben wir überlebt und dementsprechend freuen wir uns natürlich jetzt über die neue Küche.
Meine Küche, die ist von der Marke Alesto. Alesto gehört ins Hause Alno und war aber für uns jetzt kein Grund, deswegen diese Küche zu kaufen. Wir hatten uns aus Funktionalität und auch aus optischen Gründen für diese Küche entschieden. Und da war es eigentlich ganz egal, was für eine Marke diese Küche ist. Nur falls euch das interessiert, deswegen sage ich das euch. Vom Preis her war es jetzt nicht so ein Schnäppchen gewesen, aber wir liegen hier im Bereich eines Mittelklassewagens, den wir uns locker hätten auch kaufen können, aber man kauft ja auch nicht ganz so oft Küchen und deswegen haben wir uns dann letztendlich doch dafür entschieden. Was wollte ich euch jetzt noch sagen? Ich denke mal, ich habe euch jetzt alles erzählt. Ich denke mal, wir starten jetzt einfach mal los und ich zeige euch die Küche. So, wir starten jetzt los, indem ich euch erstmal die Küche von weitem zeige, so dass ihr sie mal komplett seht. Hier seht ihr das auch sehr schön hier oben mit der Spanndecke. Hier sind Leisten, die einfach diese eingespannte Decke von dem Rest der Decke hier optisch abtrennen. Und hier seht ihr auch die Einbauleuchten, die hier in dieser Decke integriert sind. Hier vorne die Theke. Die hatte ich auch vorher schon gehabt, allerdings war diese nicht ganz so tief gewesen wie jetzt hier diese Theke und dann ging das Ganze hier weiter. Einmal hier rum, hier war vorher mein Herd gewesen und bis hier hinten hin und dann war hier Schluss gewesen. Ich hatte vorher hier nur diese L-Form und hier auf der linken Seite stand noch der Kühlschrank, beziehungsweise da steht er jetzt immer noch, denn den haben wir aus der alten Küche behalten und hier hinten war nichts gewesen. Und wenn ich jetzt mal hier hinten rumgehe, hier hinten hatte ich dann immer so ein totes Eck. Da haben dann so Sachen wie Besen oder der gelbe Sackmüll gefunden, aber letztendlich war es einfach so eine Ecke, die mir immer so ein bisschen Dorn im Auge war, weil man halt auch Sachen verstaut hat, die man nicht sehen wollte. Und es war immer so ein bisschen eine kleine, leichte Rumpelecke. Und jetzt hat sich's natürlich angeboten, mit der neuen Küche es hier einmal komplett bis zum Kühlschrank auch zuzumachen. Wir starten auch direkt hier unten mit dem kleinen, großen Schrank, kleine Tür, großer Schrank, kleine Tür natürlich, weil es hier von der Fläche her nicht mehr ging. Deswegen hat dieser Schrank eine kleine Tür, aber es ist ein großer Schrank. Es ist nämlich ein Eckschrank, der hier wirklich in diese komplette Ecke reingeht. Wir hätten hier gerne ein Rondell oder einen Auszug gehabt, aber das ging nicht, weil hier hinten im Schrank an der Wand, da ist ein Wasseranschluss. Und dieser Wasseranschluss ist mit unserem Kühlschrank gekoppelt, weil wir haben hier einen Eiswürfelbereiter. Und der ist da hinten angeschlossen und da hängt auch ein Filter dran und diesen Filter müssen wir mindestens zweimal im Jahr bedienen, um ihn auszutauschen und deswegen konnten wir da kein Rondell oder Auszug hinmachen, weil dann wären wir da hinten an diesen Wasserhahn nicht mehr dran gekommen und so war das halt die einzigste Lösung gewesen. Hier ist halt nur ein Einlegeboden, den man dann rausnehmen kann, damit man da hinten an diesen Wasserhahn dran kann. Da ist halt hier im Schrank die Rückwand ausgeschnitten. Und so können wir natürlich auch immer diesen Wasserhahn bedienen. Deswegen ging es leider nicht anders, deswegen mussten wir den Schrank halt auch so planen. Hier hinten drin sind dann natürlich aber auch Sachen, die ich nicht ständig brauche, die ich nur, wenn überhaupt, mal ab und zu brauche. Das hat halt hier hinten dann auch seinen Platz gefunden. Hier vorne natürlich Sachen, die ich immer wieder greifen muss, ob es jetzt hier die Rollhölzer sind, die hier unten liegen oder meine Silikonmatten, die hier liegen. Hier oben, da ist ein großer Tupperbehälter, da sind meine ganzen Gebrauchsanweisungen von meinen Küchengeräten drin. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man diese Gebrauchsanweisungen nicht großartig wegräumt, denn ich muss dann doch immer mal wieder nachgucken bei der Kaffeemaschine oder auch beim Kühlschrank, wenn ich da irgendwas anderes einstellen muss, aber jetzt auch meine neuen Geräte, der Backofen oder der Herd. Das hat halt hier alles seinen Platz drin und da weiß ich das, wenn mal irgendwo eine Fehlermeldung ist oder die Kaffeemaschine entkalkt werden muss und ich weiß dann nicht, welche Kombinationen ich drücken muss. Und da habe ich das halt hier immer drin griffbereit. So, dann gehen wir nach oben.
Hier habe ich auch meine zwei Kaffeemaschinen stehen. Die habe ich auch extra hier so ein bisschen ins Eck gestellt, dass man sie nicht ganz so sehr sieht. Und die haben halt hier ideal ihren Platz gefunden. Wir haben halt hier einmal einen normalen Kaffeevollautomat und hier eine Nespresso-Maschine. Wir trinken jetzt nicht so viel Kaffee, aber so eins, zwei Tässchen Kaffee am Tag. Und abends trinke ich ganz gerne mit meinem Mann. Wir lieben Nespresso und deswegen haben wir hier auch eine extra Maschine. Hier drüben haben meine Schneidbretter und meine Schneidmatte ihren Platz auch noch gefunden. Und mein großer IKEA-Drehteller, der ist halt hier ideal auch untergekommen. Hier oben drüber hat sich dann natürlich auch angeboten, das auch ein bisschen zu schließen mit Oberschränken. Und hier haben wir uns entschieden, eine Einbaumikrowelle hinmachen zu lassen, denn so habe ich sie nicht auf der Arbeitsfläche noch stehen und dann nimmt sie mir nämlich auch auf der Arbeitsfläche keinen Platz weg. Dann hier oben drüber habe ich einen Schrank, den ich ganz einfach hier mit dem Tippsystem aufmache. Das heißt, ich drücke hier drauf, das ist dann jetzt der Vorführeffekt, und dann geht er auf. Und das ist ein großer, ein hoher Schrank, wo ich halt die Sachen hingestellt habe, die einfach sehr hoch sind, wie jetzt hier mein großer Mehl- und Zuckerbehälter oder auch Kaffeekann. Das hat halt hier ideal von der Höhe seinen Platz gefunden. Hier daneben noch ein recht leeres Bücherregal, aber das wird sich natürlich demnächst auch jetzt so langsam alles wieder füllen. Meine ganzen Kochbücher sind natürlich mit dem Ausräumen in unseren Bücherschrank ins Büro gewandert und da werden sie jetzt natürlich nach und nach wieder hier an ihren Platz hinziehen. So, dann machen wir hier unten weiter. Hier unten ist mein erster Schubladenschrank. Der hat zwei flache Schubladen und eine hohe Schublade. Und ich muss jetzt aber erstmal dazu sagen, bevor ich jetzt diese Schublade öffne, meine Schränke sind noch nicht hundertprozentig perfekt eingeräumt. Jetzt zum Beispiel bei der obersten Schublade, ich mache sie mal auf, da fehlt mir noch der Schubladeneinteiler, den ich jetzt im Nachhinein noch bestellt habe, damit ich hier auch Ordnung reinbekomme. Deswegen liegt jetzt erstmal hier alles drin, weil hier noch kein Schubladeneinteiler drin ist. Aber hier ist alles drin, was ich ständig greifen muss. Meine Fondantkletter, Lineal, die Teigkarten, Winkelpaletten. Also das ist jetzt erstmal hier nur so, liegt erstmal hier so drin und mit dem Schubladeneinteiler wird das Ganze natürlich auch ein bisschen ordentlicher und nach System natürlich auch ein bisschen besser sortiert. Die nächste Schublade, hier habe ich dann die Müllbeutel, hier habe ich meine Backfolien, Backpapier, Alufolie, Frischhaltefolie. Das hat halt hier alles seinen Platz gefunden, weil hier in der Nähe brauche ich das auch. Für die Müllbeutel hier in der Nähe ist auch der Mülleimer, der ist direkt hier nebendran. Und das finde ich dann auch immer ganz wichtig, dass man das auch wirklich in greifbarer Nähe hat. Hier unten die Schublade, die hohe Schublade, da habe ich lange überlegt, was ich hier einräume. Ich habe mich dann aber jetzt hier für meine Tupperdeckel entschieden, weil bei denen finde ich es halt auch immer so schwierig, wo tue ich sie hin? Und hier war es jetzt halt ideal, die haben von der Höhe hier super gepasst, dass ich die hochkant hier reinstellen konnte. Und so sehe ich nämlich auch die Deckel und finde auch relativ schnell den Deckel, genau den Deckel, den ich auch brauche und muss nicht in irgendeiner Kiste wühlen. Und so ist das Ganze doch auch hier ein bisschen übersichtlicher auch sortiert. Hier hinten habe ich Sachen stehen, die ich nicht ganz so oft brauche. Die habe ich dann halt hier diese hintere Lücke noch mal ein bisschen ausgenutzt. So, hier links nebendran, da haben wir ein Weinregal gemacht, weil da war eine Lücke von 15 cm und da sollte eine Blende hin. Und dann haben wir gesagt, nein, das nutzen wir eher dann sinnvoller. Und wir haben uns dann jetzt hier für ein Weinregal entschieden. Der nächste Schrank ist dann ein Eckschrank und hier habe ich natürlich auch Auszüge drin. Und das Schöne an den Auszügen ist, ich zeige euch das mal, wie das bei meinem alten Schrank war. Da hatte ich das nämlich auch, solche Auszüge, dann habe ich die rausgezogen, ungefähr bis hier. Und dann war Schluss gewesen. Das heißt, das, was da hinten in dem Auszug gestanden hat, da konnte ich überhaupt nicht richtig dran. Ich musste hier vorne immer alles so ein bisschen wegräumen und das fand ich immer so ein bisschen doof. Und hier ist es jetzt so, dass mir das Teil komplett entgegenkommt, sodass ich hier, was hier hinten steht, auch wirklich super greifen kann, ohne dass ich hier vorne die Hälfte wegräumen muss.
Und hier in dem unteren ist es natürlich genauso. Das kann ich auch komplett rausziehen. Und wobei, hier habe ich natürlich auch Sachen, die ich nicht ganz so oft brauche. Ich habe halt darauf geachtet, dass Sachen, die wir tagtäglich greifen und auch brauchen, dass die eher nach oben gewandert sind. Und Sachen, die ich nicht ganz so oft brauche, hier hinten sind zum Beispiel meine Tortenplatten drin oder auch Tupperbehälter, die ich nicht wirklich oft benutze. Das ist dann halt eher so nach unten geraten. So, dann drehe ich mich einmal rum und dann stehen wir auch schon vor meiner Spüle. Ich habe mich hier für eine Keramikspüle entschieden und zwar erstens mal aus dem Grund, sie passt farblich perfekt hier in meine Küche rein, denn meine Fronten hier oben, gutes Licht fällt momentan so ein bisschen blöd, aber ich habe so eine cremefarbene Front und die Spüle ist auch cremefarben und das passte natürlich perfekt. Und dann ist es auch so, ich habe hier einen Lotus-Effekt, das heißt, es perlt mir sehr, sehr viel ab. Und beim Edelstahl ist es ja so, jetzt nach 17 Jahren hat meine Spüle nicht wirklich schön ausgesehen. Ich hatte sehr viele Wasserflecken, sehr viele Kalkflecken, die auch gar nicht mehr so richtig weggingen. Und hier habe ich natürlich auch Wasserflecken. Klar, wenn ich es nicht sofort wegwische, dann bleibt hier auch mal ein Wasserfleck. Aber durch die helle Farbe sieht man es natürlich auch nicht so schnell. Und deswegen haben wir uns halt auch dafür entschieden. Dann habe ich hier noch einen Spüli-Spender. Das fand ich halt auch optisch noch sehr schön, weil ich mag es nicht, wenn jetzt hier eine Spüli-Flasche steht. Und da war das für mich natürlich eine optisch richtig tolle Lösung. Geht auch ganz einfach zu befüllen. Ich ziehe das einfach hier oben raus und befülle das von oben und lasse das Ganze dann hier wieder reinkleiden. Und so habe ich das natürlich auch hier schön ordentlich und sauber immer verstaut. Hier unten drunter, ich denke mal, so ist das ja bei fast allen von euch, ist natürlich hier mein Mülleimer-Trennsystem. Und hier habe ich nochmal eine Ablagefläche, wo hier vorne jetzt lauter Sachen stehen, die ich ständig greifen muss. Die Spülbürste, Spülmaschinenmittel, die Handseife oder Glasreiniger. Das sind wirklich so Sachen, die ich tagtäglich ständig greifen muss. Die sind hier vorne griffbereit. Da hinten stehen dann halt so Sachen wie Backofenreiniger, die ich halt nicht ganz so oft brauche. Das habe ich dann halt auch eher nach hinten geräumt. Rechts von meiner Spüle ist dann die Spülmaschine. Wir haben hier jetzt eine voll integrierte Spülmaschine. Das fanden wir halt optisch sehr, sehr schön. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, weil wir halt auch eine grifflose Küche haben. Und da fanden wir das halt wirklich sehr schön, dass man die Spülmaschine optisch erstmal nicht erkennt. Hier ist es natürlich auch ganz wichtig, die Spülmaschine wirklich in der Nähe von der Spüle zu haben. Das heißt, ich habe hier meine dreckigen Sachen, mache dann hier auf und kann die direkt hier von der Spüle hier reinräumen. Für mich als Rechtshänder natürlich auch ideal, dass die Spülmaschine jetzt rechts ist und ich muss nicht durch die halbe Küche dropsen, weil vielleicht die Spülmaschine an einer ganz anderen Stelle steht. So, ein zweiter, ihr seht es ja schon, ist mein Backofen. Der Backofen ist unten geblieben. Ja, ich hätte ihn sehr gerne auch in Augenhöhe gehabt, aber das ging hier leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir hätten auf Sachen verzichten müssen. Wir hätten auf den großen Kühlschrank hier verzichten müssen und oder hier auf die Theke verzichten müssen. Und da haben wir gesagt, nein, das möchten wir nicht. Dann lassen wir lieber den Backofen unten. Und deswegen ist mein Backofen auch unten. Wie ihr seht, er hat eine Tür, er hat keine Klappe, er hat eine Tür. Und das fand ich persönlich sehr gut. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich fand das mit der Klappe immer sehr unpraktisch. Ich bin da oft dagegen gerannt, habe mir wirklich Wunden am Schienbein zugezogen. Und da fand ich das halt mit der Tür halt auch wirklich super praktisch. Vor allem, weil ich die Tür auch aufmachen kann. Und ich kann direkt hier an meinen Backofen dran und muss mich nicht irgendwie recken und strecken, weil hier die Klappe noch im Weg ist. Und das fand ich für mich persönlich natürlich auch sehr, sehr wichtig. So, dann habe ich hier einen Apothekerschrank. Das heißt, ich ziehe den raus, habe hier oben eine Ablagefläche und hier unten eine Ablagefläche. Hier sind auch wieder Sachen, die ich ständig und oft greifen muss. Puderzucker, Sanapart, aber auch Kochsachen wie
Linsen, Erbsen sind hier drin. Also das, was ich auch wirklich immer wieder greifen muss. Hier unten haben diverse, unter anderem Essig und Öle, ihren Platz gefunden. Ihr seht ja hier eine ganz hohe Ölflasche und auch die Essigflaschen, die einfach nicht in die Oberschränke wegen der Höhe gepasst haben, die habe ich jetzt unter anderem auch hier reingestellt. Zumal ja auch hier in der Nähe mein Herd ist. Und da ist es natürlich auch praktisch, dass das Ganze hier vorne auch greifbar ist. Der nächste Schrank, hier habe ich auch wieder, wie eben bei dem Schrank, solche Auszüge. Hier in dem oberen Teil, das sind meine ganzen Tupper-Vorratsdosen, die ich brauche für Wurst, für Käse, für die Speisereste. Aber hier sind auch die Gefrierbehälter drin. Die habe ich halt hier auch nach oben hingetan. Und hier unten, das ist unser Mikrowellengeschirr. Wir brauchen es doch öfters, weil meine Kinder sind jetzt unter anderem auch berufstätig und kommen zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause und auch die möchten natürlich ein warmes Essen und da ich ja nur einmal am Tag koche und so kann sich jeder dann in einem Mikrowellengeschirr natürlich sein Essen entsprechend warm machen. So, dann drehe ich mich wieder und dann stehe ich vor einem ganz großen Schubladenschrank, wobei ich euch erstmal hier diese Schublade zeige. Und nicht das oberste, das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Und zwar, ich bin ja hier direkt an meinem Herd und da habe ich natürlich, wie soll es auch anders sein, hier direkt auch alles, was ich am Herd brauche, drinne. Ob es jetzt hier Topflappen sind, die Löffelablage, Schneebesen, Rührelemente, Servierlöffel, Rühr- und Kochlöffel, Teigschaber, das ist hier alles drin verstaut. Und in dem unteren, das ist natürlich eine hohe Schublade. Hier habe ich dann natürlich auch meine Töpfen und Pfannen drin. Wundert euch nicht über meine Pfanne. Mein Sohn hat da mal was einbrennen lassen und seitdem kriege ich die Pfanne nicht mehr sauber. Aber trotzdem, sie ist noch voll funktionstüchtig. Sie sieht halt optisch nicht mehr so schön aus, deswegen wundert euch bitte nicht. Hier haben halt meine ganzen Töpfe ihren Platz drin gefunden und natürlich auch mein KitchenAid-Zubehör, die Rührelemente und die Schüsseln, weil direkt hier oben, da steht auch meine KitchenAid. So, der letzte Unterschrank ist auch wieder ein Schubladenschrank. Hier der oberste, unser ganzes Besteck. Hier war es für mich auch sehr wichtig. Ich bin in der Nähe vom Herd, ich bin in der Nähe vom Esszimmer und wenn man sich vom Herd das Essen wegnimmt, greift man hier noch dran, nimmt sich sein Essen, sein Besteck weg und deswegen fand ich das hier auch wirklich sehr sinnvoll verstaut. Genauso auch wie die nächste Schublade. Hier haben nämlich meine ganzen Gewürze ihr Zuhause gefunden. Auch hier ist es ähnlich wie bei der Spüle und der Spülmaschine. Ich habe hier meinen Herd und für mich als Rechtshänder, wenn ich was brauche, ich mache einfach diese Schublade auf, kann hier reingreifen und habe hier alles, was ich brauche. Und in der letzten Schublade hier unten, hier hat unser Brot sein Zuhause gefunden. Hier habe ich nämlich auch, hier passte nämlich auch ideal der Toaster mit rein und deswegen habe ich das hier reingetan, damit das auch immer alles schön zusammen ist. Weil meine Kinder, die essen sehr gerne Toastbrot und deswegen haben wir auch ständig diesen Toaster und auch den Sandwich-Toaster in Gebrauch und deswegen musste das halt auch immer alles zusammen sein. So. Dann habe ich hier meine Arbeitsfläche, die, an der ich sehr viel filme und natürlich brauchte ich auch dort eine Steckdose für meinen Handmixer oder auch für meine KitchenAid und wir haben uns dafür entschieden, die ist nämlich hier versteckt. Ich habe hier eine Dreiersteckdose, die ich dann hier ideal für meine Sachen zum Filmen benutzen kann, aber sie ist auch in der Nähe vom Herd. Das heißt, wenn ich mal meinen Pürierstab verwende, kann ich den hier super auch einstecken. Dann mein Herd. Ich habe hier zwei Induktionsflächen. Wir haben uns für Induktion entschieden, weil es einfach sehr, sehr schnell auch geht von der Kochleistung her und weil ich ja doch sehr, sehr viel koche. Und deswegen haben wir uns für Induktion entschieden. Natürlich haben wir hier auch ein Touch-Display, was ich hier anmachen kann und kann hier meine Platten natürlich mit Plus und Minus hoch und runter regeln. Und was jetzt noch das Schöne hierbei ist, ich habe hier sogar einen Timer. Das heißt, ich drücke hier drauf und dann kann ich hier einen Timer einstellen. Wenn jetzt was
15 Minuten zum Beispiel kochen soll, dann stelle ich das auf den Timer 15 Minuten und dann läuft der 15 Minuten ab und nach 15 Minuten hört auch wirklich die Platte sofort auf zu kochen. Also die schalte dann sofort ab und es hört auch direkt auf zu kochen. Das habe ich jetzt für jede der einzelnen 4 Herdflächen auch jetzt noch mit dabei. Die Dunstabzugshaube, wie ihr ja seht, habe ich hier nichts vor der Nase hängen, aber dadurch, dass ich natürlich sehr viel koche, brauche ich natürlich auch eine Dunstabzugshaube und wir haben uns hier für dieses Bora-System entschieden und zwar, das geht nach unten. Wer mich bei Instagram auch verfolgt, der hat vielleicht auch schon ein kurzes Video gesehen. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt, wie super dieses System einfach funktioniert. Der zieht nämlich so dolle ab. Also ich muss ehrlich sagen, das ist die beste Dunstabzugshaube, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Die ist echt so genial. Sie hat einen Nachteil, den zeige ich euch aber gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich auch hier Touch-Display, kann hier in verschiedenen Stufen einstellen. Und ich muss hier diese Klappen aufmachen. Das heißt, wenn ich hier einen Topf stehen habe, dann mache ich hier einfach diese Klappe auf, stecke das hier entweder rein, rechts oder links, kann es auch auf die andere Seite reinstecken, oder ich nehme es ganz weg. Wenn ich jetzt mehrere Herdplatten belegt habe, dann nehme ich einfach diese Platten hier raus und dann geht wirklich der Dunst und der Dampf direkt vom Topf so wupp hier unten rein und das ist wirklich so klasse. Ich habe das wirklich noch nie so in der Form gesehen. Ihr habt mich auch gefragt, wie ich das Ganze sauber mache. Das ist wirklich gar nicht schwer. Hier seht ihr ja diesen Schacht. Hier sammelt sich immer so ein bisschen Dunst, Wasser und das ist nicht mal handtief. Also ich kann hier bequem reingreifen und da gehe ich einfach mit dem Lappen rein und wische das aus und dann ist das Ganze auch wieder sauber. Und genauso kann ich hier auch, hier ist der Fettfilter, den kann ich hier einfach rausnehmen und sauber machen und auch relativ einfach wieder hier hineinsetzen. Der Nachteil. Der Nachteil ist, irgendwo muss die Verrohrung hin und die ist hier unten. Und deswegen habe ich hier leider keine Schublade, weil die Verrohrung von dieser Dunstabzugshaube natürlich irgendwo hingehen muss und die ist halt hier unten drin. Und deswegen mussten wir dort auf eine Schublade verzichten. Dann ein weiterer Nachteil, was viele vielleicht auch nicht bedenken, dadurch, dass ich hier keine Dunstabzugshaube habe, habe ich natürlich auch keine extra Beleuchtung. Wir haben das Ganze gelöst mit Strahlern, die wir uns hier in die Decke haben einbauen lassen. Ich gehe mal ein Stück zurück und damit ihr das seht, jetzt gehe ich mal nach da oben hin und hier oben seht ihr zwei Strahler, die direkt hier auf diese Arbeitsfläche und auf den Herd gehen. Wir haben die auch mit extra Lichtschaltern versehen, dass wenn ich am Herd stehe, ich nicht hier die ganze Küchenbeleuchtung anhaben muss, sondern wirklich nur hier diese zwei Strahler anhaben brauche. Und so haben wir das halt gelöst. Ich mache das Ganze mal aus und dann seht ihr auch mal den Unterschied. So ist es halt ohne Beleuchtung und das Ganze halt mit Beleuchtung. Das war halt die Lösung, die wir am sinnvollsten fanden, was sich für uns natürlich auch mit der Spanndecke super realisieren ließ. So, die Oberschränke. Ich habe hier insgesamt 4 Oberschränke, die sich auch nach oben hin öffnen lassen. Sie sind dann einmal komplett auf und hier in der Nähe vom Herd habe ich natürlich die ganzen Teller stehen, die wir tagtäglich brauchen. Hier habe ich aber auch meinen Tortendrehteller, weil ich hier vorne oftmals meine Torten mache und natürlich auch diverse Servier- und Rührschüsseln. Im nächsten Schrank, da haben dann unter anderem meine Backvorräte ihren Platz gefunden. Speisestärke, Kakao, Vanillezucker, aber auch diverse Backaromen, Mandeln, Nüsse etc. Das ist alles hier drin in diesen Tupperbehältern. Hier oben habe ich, das ist erstmal nur eine Notlösung, da sind meine Kuvertüren und Schokoladen momentan drin. Dann habe ich hier neben meine Rührschüsseln, die ich aber auch ständig brauche zum Kochen und zum Backen. Hier haben
habe ich noch mal so ein paar kleinere Essig- und Ölfläschchen. Die haben da erstmal vorübergehend ihr Zuhause gefunden. Wie gesagt, es ist noch nicht perfekt eingeräumt. Ich denke mal, das kommt auch so nach und nach einfach mit dem Arbeiten, dass das Ganze doch noch mal ein bisschen umgeräumt wird. Hier oben sind meine Glasschüsseln, die ich immer zum Filmen für euch verwende, damit ihr das auch schön seht. Das Schöne ist jetzt hier, ich bin relativ klein, aber ich kann hier trotzdem dran, hier oben, und kann das Ganze rausnehmen und wieder reinstellen. Bei meinen letzten Schränken war es zum Beispiel so, also da kam ich ans obere Fach nicht mehr dran. Und obwohl das jetzt hier sehr hoch aussieht, also ich bin 1,61 Meter groß und ich komme da noch bequem hier dran. So, der nächste Schrank. Hier haben erstmal meine ganzen Tassen ihr Zuhause gefunden, weil wir sind auch wieder hier in der Nähe der Kaffeemaschine. Und wie gesagt, da habe ich dann doch so ein bisschen auch drauf geachtet, dass alles so ein bisschen beieinander steht. Und deswegen stehen hier natürlich meine ganzen Tassen. Hier haben meine Siebe, da weiß ich momentan noch nicht, wo ich die hintun soll. Die haben jetzt notdürftig da mal ihren Platz gefunden. Das sind alles Dosen, die meinen Kindern gehören, die mit auf die Arbeit nehmen. Die stehen jetzt hier, und Getränkeflaschen. Und die haben jetzt hier erstmal ihren Platz gefunden. Und dann hier hinten der ganz linke Schrank. Da habe ich hier unter anderem auch nochmal ein paar Rührschüsseln stehen. Ein paar hohe Rührschüsseln, die ich sehr gerne zum Backen und Rühren verwende. Messbecher stehen hier, mein Mehlsieb. Hier oben, das ist so ein bisschen Sachen, die ich nicht wirklich oft brauche. Genauso auch wie hier Strohhalme, Serviettenständer. Hier sind Servietten. Das ist halt hier so ein bisschen ans äußere Eck gewandert, weil ich da nicht ganz so oft hingreifen muss. Ich hoffe, meine Küchentour hat euch gefallen. Es war noch nicht perfekt eingeräumt. Ihr habt es ja auch gesehen, dass gerade diese eine Schublade, die noch sehr rumpelig aussieht. Aber das sind einfach so Sachen, die einfach auch so im Nachhinein auch kommen, dass man im Nachhinein nochmal Sachen verändert oder sich auch noch Sachen einfach dazu kauft, um einfach auch das Beste draus zu machen. Aber ihr habt alle gefragt, und deswegen wollte ich halt auch relativ schnell jetzt auch dieses Küchenvideo mit euch machen. Ich wollte euch ja eigentlich hauptsächlich auch mal die Küche zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt, ich hoffe, ich habe natürlich nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt es mir einfach in die Kommentare und ich beantworte sie euch gerne. Und ich freue mich, dass ihr mir zugesehen habt, und wir sehen uns am Montag mit einem neuen Tortenvideo. Macht's gut! Tschüss!